Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Mahlzeit, moin moin Männers, ich bin ja wieder fleißig, ihr seht, sieht's aus wie in der Müllhalde. Und ja, vielen lieben Dank für eure Rückmeldung schon mal. Es ist auf jeden Fall komisch, dass die Hälfte von euch, sag ich mal, sagt, dass das so ist, wie ich euch sag. Und die andere Hälfte sagt, was erzählst du, bei mir funktioniert das. Tja, bei YouTube funktioniert es bei mir jetzt auch. Na, ich habe jetzt hier nochmal eingegeben, das, was ich gestern eingegeben habe, wo ich nicht gefunden habe. Ums Verrecken nicht. Na? Finde ich jetzt. So. Also, irgendwie keine Ahnung, was da abgeht. Aber, jetzt passt mal auf. Duck, duck, go. Distler, ne? Hier. Also, duck, duck, go. Dass er mein Zeug nicht teilt und mich nicht guckt und was, das ist mir egal, Digga. Aber wenn mein Zeug mit solchen Sachen hier in Verbindung gebracht wird, das war's, DuckDuckGo. Fickt euch ins Knie, Alter. Ich hab's hier auch nochmal auf Google Chrome probiert, weil ich natürlich jedem dringlichst davon abrate, irgendwas von Google zu benutzen, außer YouTube. Ich hoffe mal, dass irgendwann YouTube wieder verkauft wird und dass wir unser schönes YouTube wieder haben. Also, keine Ahnung, bei mir hier, gut, wir können ja mal das böse Google befragen, weil dann muss ich ja tatsächlich wieder zu Google wechseln, weil, ja, wenn ich mein Zeug nicht finde, ich selber nicht mal, ne, also, was ist denn das für eine Suchmaschine, Digga? Beziehungsweise, oder könnt ihr mal in die Kommentare hauen, mit was für Suchmaschinen arbeitet ihr denn? Ihr habt es ja bei mir schon oft in den Videos gesehen, dass ich eben DuckDuckGo benutze, aber ja, wenn die mein Zeug nicht teilen und so, dann brauche ich das ja auch nicht weiter zu empfehlen. Ne? Also hier 100 Jahre Ladeschlussspannung, diesmal über Google gesucht, weil es ja wieder hieß, dass das an DuckDuckGo. Ah, guck mal, ne? Google blockt mich auch. Ah, okay. Ah, okay, also ich weiß schon, warum ich Google immer gehasst habe. Da habe ich bei DuckDuckGo einen Fehler gemacht, Jungs. Scheinbar haben die auch keine Lust. Hier von Markus Rönz, ne, das wird geteilt. Der Akku-Doktor, ja, ja. Und dann in ein paar Jahren kommen dann die Videos. Alles abraucht. Naja, muss jeder selber wissen, aber hier seht ihr das nochmal. Selbst wenn ich mit Google suche. Natürlich habe ich jetzt hier wieder alles falsch eingegeben. Habe hier ein Hack drauf, dass man das hier nicht richtig angezeigt hat. Ja, Leute, wacht auf. So ist es. Und, ja. Ist natürlich alles mein Fehler. Ich tue das hier alles faken. Gebe hier falsche Sachen ein. Und das sind in Wirklichkeit chinesische Buchstaben. Und deswegen findet er nichts. Ne?